Aus 1 macht 2. Referenten aus dem In- und Ausland glauben an die doppelte Staatsbürgerschaft für Südtiroler. Guten Abend, herzlich willkommen zu 10 nach 10. Die doppelte Staatsbürgerschaft. Seit Jahren fordern großteils patriotische Kreise in Südtirol die österreichische Staatsbürgerschaft für Südtiroler. Für Aufsehen gesorgt hatte auch eine parteiübergreifende Initiative, die mit einer Plakataktion dafür geworben hatte. Heute wurde mit einer Tagung ein weiterer Schritt gesetzt zur möglichen Verwirklichung der doppelten Staatsbürgerschaft. 13 Linden in Brasilien. Hier leben etwa 8000 Menschen, die großteils Tiroler Vorfahren haben. Jeder vierte hier ist im Besitz einer doppelten Staatsbürgerschaft, ist also offiziell ein Staatsbürger Brasiliens und Österreichs. 13 Linden ist als brasilianische Tirol benannt. Und darum ist für uns die Realität der doppelten Staatsbürgerschaft sehr positiv. Ne? Ist ein Plus für uns. Wir fühlen uns immer noch als Tiroler, als Österreicher und darum ist so eine Realität. Dank dieser Doppelstaatsbürgerschaft konnten viele 13 Lindner von Brasilien nach Europa auswandern. Wie auf einer internationalen Tagung der Südtiroler Freiheit heute betont wurde, wird auch in Polen eine doppelte Staatsbürgerschaft vergeben. Für die deutsche Minderheit in Schlesien brachte diese doppelte Staatsbürgerschaft vor allem ökonomische Vorteile, besonders vor dem EU-Beitritt Polens. Wir durften als Deutsche in Deutschland arbeiten und wir brachten den deutschen Lohn nach Polen. Und das war zehnfach oder mehr zum Auszugeben. Also wir haben Milliarden von D-Mark und jetzt Euro schon nach Schlesien gebracht. Das sind die Vorteile, ökonomische Vorteile. Die deutsche Minderheit in Polen ist erst seit 1990 als solche anerkannt. Rechtlich ist sie nicht einwandfrei abgesichert, sie wird aber vom Staat geduldet. Wäre eine doppelte Staatsbürgerschaft rechtlich auch für die Südtiroler möglich? Die doppelte Staatsbürgerschaft wird in der EU bereits akzeptiert. Ich denke nicht, dass durch eine doppelte Staatsbürgerschaft für Südtiroler die Beziehung zwischen Italien und Österreich gestört werden könnte. Ich glaube, es wäre rechtlich möglich. Ein Tag lang wurde heute in Bozen über die doppelte Staatsbürgerschaft diskutiert, wobei großteils Befürworter im Saal saßen aus unterschiedlichsten politischen Strömungen. Die Zeit wird zeigen, ob das Thema eine Zukunft hat. Der Völkerrechtler Peter Hilbold schließt rechtliche Hindernisse für eine doppelte Staatsbürgerschaft für Südtiroler aus. Es sei eine Frage des Wollens und nicht des Könnens. Italien sei in dieser Frage liberal, sagte Hilbold.